Bessere Kommunikation, wenn du willst, dass sie auf ein Date mit dir kommt. Meine Freundin hat nämlich letzte Woche einen riesen Fehler gemacht, weshalb ich dieses Video für dich mache, damit du ihn nicht auch machst. Und zwar hat sie mich nicht eingeladen zu sozialen Treffen mit anderen Freundinnen. Und das ist ein riesen Fehler. Obwohl sie eigentlich wollte, dass ich komme, war ihre Kommunikation so dermaßen schlecht, dass ich mich nicht eingeladen fühle. Und genau das ist das Problem, was erstens viele Frauen machen, weil sie denken, okay, ja, okay, der Mann muss irgendwie irgendwas tun. Oder sie denken, sie sagen gewisse Sätze und der Mann versteht das schon. Aber genauso machen das auch Männer. Und aus diesem Grund mache ich dieses Video, weil ich habe mich dazu nicht eingeladen gefühlt und ich lade mich auch nicht selbst zu irgendwelchen Veranstaltungen, Treffen ein. Das muss sie machen. Und wie ich ihr das beigebracht habe, damit sie das macht, lernst du auch in diesem Video. Mein Name ist Marco, mir gehört die Firma Flirt Empire und falls du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann abonnierst du jetzt den Channel und gehst mal auf flirtempire.com und trägst dich dort für ein kostenloses Beratungsgespräch ein. Legen wir los. Was ist das Problem? Meine Freundin hat sich auf irgendeinem Straßenfest getroffen mit ihren Freundinnen. Und es ging darum, irgendwie von der anderen Freundin ist irgendwie auch der Freund dazugekommen und der andere Freund. Und irgendwie kommen ständig irgendwelche Freunde dazu, männliche Freunde, zu einem Mädelsabend. Und ich irgendwie nicht. Und da war die Frage so, hey, warum? Und meine Freundin, das höchste ihrer Gefühle, wenn sie mich zu irgendwas einlädt, ist das hier. Sie sagt zu mir, würde mich freuen, wenn du kommst. Das reicht mir nicht. Das reicht dir doch auch nicht. Du willst etwas Ordentliches. Du willst Folgendes. Das hier ist das, was du willst. Ich will, dass du kommst. Ganz einfach. Das ist eine Aussage. Denn ein, ich würde mich freuen, wenn du da und da hinkommst, ist so eins, so ja, ich würde mich freuen, wenn du kommst, aber wenn nicht, ist auch egal. So, du fühlst dich da ja nicht wirklich als Teil der Gruppe, du fühlst dich da nicht willkommen, du fühlst dich da nicht eingeladen. Und das ist eine kleine Nuance, die, wenn du die als Mann machst und die Frau zu etwas einladen möchtest, wie zum Beispiel du sagst, hey, ich gehe nächstes Wochenende auf dieses Straßenfest und ich würde mich freuen, wenn du auch kommst, dann ist es so ein, ja, komm halt, aber wenn nicht, ist auch egal. So, ich gehe da nicht hin wegen dir, sondern ich gehe da sowieso hin und ja, wenn du halt da bist, ja, würde mich halt freuen. Heißt aber nicht, dass ich den Abend mit dir verbringe, heißt aber nicht, dass ich mehr Spaß hätte, wenn du dabei bist, dies, das, Ananas. Es ist eigentlich egal, ob du dann kommst oder nicht. Die Person wird sich nicht so eingeladen fühlen, wie wenn du sagst, hey, ich gehe nächstes Wochenende auf dieses Straßenfest und ich will unbedingt, dass du da auch hinkommst. So, hast du Zeit? Das ist doch was ganz anderes. Das ist doch eine direkte Einladung. Das hier ist gleich eine Einladung und du willst Einladungen aussprechen und nicht der anderen Person verklickern, dass es dir scheißegal ist, ob sie kommt. Und das ist ein riesen Unterschied, weil damit, ich will, dass du kommst, wertschätzt du die Person. Du gibst ihr einen Wert, wenn sie kommt. Du willst, dass sie kommt. Ja? Und hier oben hat sie keinen Wert. Wenn sie da ist, ist sie da. Wenn nicht, dann nicht so. Die Person hat nichts zu gewinnen. Ja? Deshalb sprich Einladung aus, indem du sagst, ich will, dass du kommst. Komm. Das ist ein Ausrufezeichen dahinter. Das ist ein Imperativ schon fast. Ja, ich will, dass du kommst. So. Das ist fast wie ein Befehl. Ja, das ist viel direkter. Das ist, dazu musst du Nein sagen. Zu dem da oben, ah ja, gut, ich guck mal. Ich würde mich freuen, wenn du kommst. Ah ja, gut, ich guck mal. So. Zu, ich will, dass du kommst. Ja, warum bist du denn nicht gekommen? Ich habe doch gesagt, ich will, dass du kommst. So. Da hast du eine ganz andere Position so und die andere Person versteht das auch. Ich will, dass du kommst. Merk dir das. Ich erzähle dir gleich noch mehr dazu. Was für mich wichtig ist, ist zu sagen, dass viele Männer den Glaubenssatz haben, den falschen Glaubenssatz, dass wenn die Frau sie sehen möchte, dass die Frau dann ja auch auf die Männer zugehen kann. Dass die Frau ja dann auch schreiben kann. Dass die Frau ja dann auch eine Einladung machen kann. Erstens. Als Mann führst du. Du gibst den Ton an, was der nächste Schritt ist und die Frau sagt ja, okay oder halt eben nein. So. Zweitens, wenn eine Frau führt und dir sagt, hey, lass mal am Wochenende treffen, was sagt das über sie aus? Sie hat keinerlei Optionen andere, sie wurde nicht von anderen eingeladen.
sie ist ein Auto, das keiner will, als Metapher. Ja? Natürlich ist eine Frau kein Auto, aber du willst als Mann die Führung übernehmen. Also bist du in der Verantwortung dafür, Einladungen auszusprechen. Also sprich Einladungen auch aus und sag nicht, ja, du kannst dich ja bei mir melden, wenn du Lust hast oder wenn du Zeit hast, dann melde du dich bei mir. Weißt du, was dann passiert? Du weißt es wahrscheinlich. Die Frau antwortet nicht. Die antwortet Woche 1 nicht, Woche 2 nicht, Woche 3 nicht. Und nach Woche 3 schreibst du dann mal wieder eine Nachricht, hey, wie geht's? Und dann ist die Luft raus. So, weil ihr keinen Kontakt hattet die ganze Zeit. Weil du dich darauf verlassen hast, ja, schreib du mir. Eine Frau findet sowas instantly upturn, weil du nicht die Führung übernimmst. Und jetzt sage ich dir den nächsten wichtigen Punkt. Der nächste wichtige Punkt in einer Beziehung oder Affäre. Also du hast schon was mit dieser Person, idealerweise. Aber auch schon vorher. Die richtige Kommunikation fängt dann an, wenn der eine Part dem anderen schon von einer Aktivität zum ersten Mal erzählt. Und zwar, ich gehe mit Petra aufs Straßenfest. Wenn du mitkommen möchtest, bist du herzlich eingeladen. Wo liegt hier meistens der Fehler? Der Fehler liegt meistens darin, ich gehe am Freitag mit Petra aufs Straßenfest. Punkt. Und dann kommt nichts mehr. Dann sagst du, ja, okay, gut, viel Spaß. So. Das ist genau der Fehler, den du vermeiden musst. Denn wenn dieser zweite Satz fehlt, wenn du mitkommen möchtest, bist du herzlich eingeladen. Wenn dieser Satz fehlt, dann fühlt die andere Person sich nicht eingeladen genug, um mitkommen zu wollen, um überhaupt auf den Gedanken zu kommen, dass sie da überhaupt eingeladen ist, dass sie da überhaupt mitkommen darf, dass sie da willkommen ist, etc. pp. Das heißt, du musst der anderen Person immer das Gefühl geben, dass sie herzlich eingeladen ist. Das sind einfach nur andere Worte für ich will, dass du kommst. Das ist wichtig, dass man das sagt. Ich gehe da und dahin, ich will, dass du mitkommst. Das kannst du auch gerne so direkt sagen. Das ist männlich, das ist sexy, das ist imperativ, nicht wirklich, aber es ist einfach wirklich, du führst, wenn du es so sagst. Weil die andere Person muss dazu erstmal Nein sagen, wenn sie nicht möchte. Und wenn doch, dann hast du gesagt, ich will, dass du mitkommst. Sie sagt, ja, okay. Dann hast du geführt. Dann hast du gesagt, wir machen das. Sie sagt, ja, okay. Das ist Führung. Verstehst du? Deshalb musst du immer diesen Satz sagen. Wenn du mitkommen möchtest, bist du herzlich dazu eingeladen. Der Punkt ist, das ist auch eine Variante, die ich gerne höre. Weil auf Straßenfeste gehe ich in den seltensten Fällen mittlerweile, weil ich echt viel zu tun habe und es gibt tausend bessere Dinge für mich zu tun, als auf einem Straßenfest unter irgendeinem fucking Schirm zu stehen und Alkohol zu saufen. Da gibt es bessere Dinge für mich zu tun. Aber es gibt auch Abende, an denen ich wirklich nichts zu tun habe, gerne mal abschalte auf irgendeinem Straßenfest, meine Güte, und gehe da gerne mit. Deshalb ist dieser Zusatz, wenn du mitkommen möchtest, extrem nice für mich, weil ich habe dann immer noch die Entscheidung zu sagen, ich würde gerne mitkommen, aber ich muss leider arbeiten oder was auch immer. Ich habe eine Tür, Nein zu sagen. Und damit öffnest du auch eine Tür für die andere Person, dass sie Nein sagen kann, ohne sich irgendwie saukrass bedrängt zu fühlen. Gerade wenn es eine erfolgreiche Person ist, die richtig viel zu tun hat, die bessere Dinge zu tun hat, als auf einem Straßenfest oder whatever zu chillen. Ja? Aber du öffnest ihr die Tür und lädst sie aber trotzdem ein. Du sagst, du bist herzlich eingeladen. Das muss mit rein. Und zwar, um es nochmal zu wiederholen, das hier gilt dann, wenn du einer Person zum ersten Mal von einer Aktivität erzählst. Zum allerersten Mal. Hey, ich wollte dir eigentlich sagen, am Freitag gehe ich noch mit Petra auf das eine Straßenfest und wenn du willst, bist du herzlich eingeladen, ich will, dass du mitkommst. Das ist doch was ganz anderes, wie ich gehe mit Petra am Freitag aufs Straßenfest, würde mich freuen, wenn du auch kommst. Das ist nicht das Gleiche. So, das eine ist, ich will, dass du mitkommst, also komm auch mit, das ist der Imperativ, komm auch mit. Ja. Das andere ist, so, ja, würde mich halt freuen, aber eigentlich ist mir egal. Ja. Das ist eine kleine, feine Nuance. Ja. Und wenn deine Freundin das nicht so macht, dann erkläre ich dir jetzt, wie du sie dazu bringst, das so mit dir zu kommunizieren. Also nur um die Situation nochmal wieder herzustellen. Meine Freundin
geht am gleichen Abend noch auf ein Straßenfest, hat mich nicht ordentlich eingeladen dazu, hat mir auch nicht mal gesagt, ich würde mich freuen, wenn du mitkommst, so. Aber erzählt mir, ja, der eine Freund von der ist jetzt da und bla bla bla. Und ich denke mir so, Alter, warum ist irgendein anderer Spasti da und ich nicht? Warum chillt irgendein anderer Spasti jetzt mit drei Mädels? Eine davon ist meine Freundin und ich nicht. Ich bin nicht mal dazu eingeladen. Was soll das? Aber ich muss es als Mann ja natürlich meiner Freundin gegenüber normal kommunizieren und annehmbar kommunizieren. Ja? Das, wie ich hier auf YouTube rede, ist anders, als wie ich mit meiner Freundin rede. Hier rede ich als Coach, ich rede hart, ich rede Klartext. Mit meiner Freundin rede ich viel softer. Ja? Muss auch so sein. Also, ich schreibe, wenn deine Freundinnen so offen sind damit, dass ihre Freunde mitkommen, wäre es schön, wenn du mir zukünftig mittags oder früher einfach sagst, dass es okay wäre, wenn ich mitkomme. Dann würde ich mich vielleicht nicht so excluded fühlen immer. So, wir haben jetzt hier mehrere Sachen. Es geht aber noch weiter. Ich habe noch danach die nächste Nachricht geschrieben, weil ich lade mich nicht selbst ein, weil ich das Gefühl habe, du denkst, ich kontrolliere dich. Und ein Satz à la, wenn du willst, stoß auch gern dazu, du bist herzlich willkommen, würde das ändern. Bitte versteh das. Für mich fühlt es sich so an, als wäre ich nicht eingeladen, weil du mich nie eingeladen hast. Und es fühlt sich an wie hinterherrennen oder sowas, als ob du das nicht willst. Weil wenn du es wolltest, hättest du mich wenigstens einmal gefragt, ob ich mit will. Und für heute lässt sich das ja jetzt schwer ändern, weil ich was sagen musste. AKA mich selbst einladen, was ich nicht möchte. So, wir haben hier mehrere Dinge. Ich habe jetzt einfach mal einzelne Nachrichten von mir, die aus dem Textverlauf halt einfach entstanden sind, rausgehauen, weil das so meine Aussagen waren, wie ich das Ganze porträtiert habe. Wichtig hier, wenn deine Freundinnen so offen sind, ich stelle sie als positiv dar. Ich hätte auch sagen können, wenn deine Freundinnen aus einem Mädelsabend irgendwie ständig irgendwas mit Jungs machen, dann sorg doch auch dafür, dass dein Freund dabei sein kann. Das ist ja eigentlich das, was ich durch die Blume sagen möchte. Aber du sagst es natürlich schön, wenn deine Freundinnen so offen sind, dass ihre Freunde immer mitkommen, so wäre es doch schön, wenn du mir zukünftig mittags oder früher als mittags, wenn du abends weggehst, so, sag mal früher Bescheid, so einfach sagst, dass es okay wäre. Wenn ich mitkomme, dann würde ich mich vielleicht nicht so excluded fühlen immer, nicht so ausgegrenzt fühlen immer, ja, auf Deutsch. Weil ich lade mich selbst nicht ein, weil ich lade mich nicht selbst ein. Ja. Hier gibst du ihr einen Grund dazu. Das ist immer wichtig, dass du einen Grund dazu gibst, weil Leute geben dir dadurch mehr das, was du eigentlich willst. So nach dem Motto, es gab diese eine Studie zum Drucker vorlassen, so hey, darf ich mal kurz vor, weil ich möchte kopieren. So, nur weil du sagst, weil ich möchte kopieren, lassen dich die Leute eher vor, als wenn du nur sagst, Entschuldigung, darf ich kurz vor. Dann denken sie, ja, warum denn? So, ja, weil ich möchte kopieren. Ja, okay, dann mach halt. Ja? Deshalb, weil ich lade mich nicht selbst ein, weil ich das Gefühl habe, du denkst, ich kontrolliere dich. Das ist nochmal so ein anderes Ich und zwischen uns beiden privat, okay, gut. Aber das habe ich auch angesprochen, ja, so nach dem Motto, so hey, du musst mich schon einladen von deiner Seite aus, weil ansonsten mache ich das nicht, weil ich bin auch nicht derjenige, der dich kontrolliert, so nach dem Motto. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich mich da jetzt selbst einlade und deshalb kann ich das nicht, dann habe ich das Gefühl, ich kontrolliere dich und renne irgendwie hinterher und so. Deswegen ist es dein Job, mich einzuladen. Ja? Das machst du ihr damit klar. Dann gibst du ihr die Anleitung, wie sie es machen soll. Und ein Satz à la, wenn du willst, stoß auch gern dazu, du bist herzlich willkommen. Ja, das ist jetzt ein anderer Satz, als ich hier aufgeschrieben habe, aber die sind klarer. Aber der ist auch gut. Wenn du willst, stoß auch gern dazu, du bist herzlich willkommen. Ja, dieses herzlich willkommen ist, es ist okay, wenn du da bist. So, du bist willkommen, ich will, dass du da bist. Das ist auch schon, das ist mehr als, ich würde mich freuen, wenn du da bist. Du bist herzlich willkommen, ist mehr als das. Und das war die Anleitung für sie. So, du gibst ihr praktisch die Worte vor, die du von ihr hören möchtest. Dann gab es so ein bisschen hin und her, bla 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 bla. Ich halte meinen Standpunkt, männlich. Du brichst nicht dein Frame. Deshalb ist das hier wichtig.
Bitte versteh das. Für mich fühlt es sich so an, als wäre ich nicht eingeladen, weil du mich nie eingeladen hast. Du establishst hier Facts. Das sind Fakten. Sie hat mich nie eingeladen und für mich fühlt es sich so an. Also sprich mir nicht meine Gefühle ab. Das sind meine Gefühle und die hast du als Frau auch jetzt zu akzeptieren. Genauso wie eine Frau, wenn die das einem Mann sagt, der Mann es zu akzeptieren hat. Aus dem Grund musst du immer aufpassen. Frauen haben oft so als Technik, so abzulenken vom Thema, so wenn sie gerade kritisiert werden, so, hey, du machst das falsch, ja, aber du machst das, so Gegenangriff, oder ja, aber was ist damit? Und was ist damit, so Whataboutism und sowas. Da musst du wirklich aufpassen und deinen Ground standen. Mein Problem war, du lädst mich nicht ein. Eine Linie, Bro. Eine Linie. Die Linie ist, ich habe hier ein Problem, da hinten ist das Ziel. Da hinten ist das Ziel. Meine Freundin, ich mal's dir auf, Digga. Hier ist das Problem. Das ist ein wichtiges Konzept, was du verstehen musst. Das ist das Problem. Hier startest du. Das Problem ist, deine Freundin lädt dich nicht ein. Hier ist das Ziel. Freundin lädt dich ein. Und wie du vom Problem zum Ziel kommst, ist eine gerade Linie. Das ist eine ganz gerade Linie. Du sagst ihr, lad mich ein, sie lädt dich ein. Die sagt, ich will, dass du kommst. Das ist das Ziel. Was aber passiert ist, du sagst, das ist mein Problem. Und sie sagt, ja, aber. Ja, aber das und das. Ja, aber das und das. Ja, aber ich wusste ja nicht, dass dieser eine Typ kommt. Der war ja gar nicht eingeladen. Der war irgendwie mit dem Hund Gassi und der war um die Ecke und der hat die und die angerufen und deshalb ist er jetzt da. Ja, aber das ist mein Problem. Zurück zur Linie. Zurück zur Linie, Bro. Das ist dein Job. Zurück zur Linie. Mein Problem ist, du hast mich nicht eingeladen. So, ja, aber... ich wollte ja eigentlich einen Mädelsabend machen. Ja, aber es ist kein Mädelsabend, weil da sind andere Jungs dabei. Also ist das schon mal broken. So, wieder zurück zur Linie. Das ist so easy, Bro. Sie sagt, ja, aber stell dich mal nicht so an. Wieder weg von der Linie, Digga. Dein Job ist, ja, das sind meine Gefühle und die hast du verursacht, weil du mich nicht eingeladen hast. Okay, dann lade ich dich in Zukunft ein. Manchmal ist es so, dass du 3-mal, 4-mal, 10-mal, 20-mal, 100-mal hin und her musst mit manchen Frauen. Aber dein Job als Mann ist, sie immer wieder zur Linie zurückzuführen bis zum Ziel. Das ist Führung, Bro. Das ist Führung. Und eine Frau macht immer links, rechts. Das ist nicht auf Frau bezogen, okay? Das machen Männer, das machen alle. Aber wenn du etwas willst... Von einem Problem zu einem Ziel zu kommen, gibt es immer eine gerade Linie. Wenn sich jemand wehrt, weil er kritisiert wird und ablenkt mit Themen links, rechts, bla 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 bla, die ablenken sollen vom normalen Problem, dann wird der dich von der Linie weiter wegbringen. Und die meisten Leute merken das gar nicht. Und das ist genau das Problem. Und aus dem Grund ist es dein Job, immer wieder den Weg zurück zur Linie zu finden. Und der Satz, bitte versteh das, für mich fühlt es sich so an, als wäre ich nicht eingeladen, weil du mich nie eingeladen hast, ist die Rückführung zur Linie, zum eigentlichen Problem. Weiter zum Ziel. Wir gehen weiter zum Ziel. Straight line. Okay? Merkt ihr das? Das ist sau wichtig. Das wirst du, wenn du mit Menschen redest, sehr, sehr oft erkennen, dass wenn du ein Problem ansprichst, die Person nach zwei Sätzen über was ganz anderes redet. Dann musst du sagen, ja, aber zurück zur Linie, okay? Sehr wichtig. Und es fühlt sich an wie hinterherrennen oder sowas, als ob du das nicht willst. Ich erkläre noch weiter meine Gefühle, was sie damit in mir verursacht. So. Es fühlt sich an, als müsste ich hier hinterherrennen, so. Lad mich doch einfach ein. So. Willst du nicht, dass ich mitkomme, so nach dem Motto? So. Es fühlt sich so an, weil du mich nicht einlädst. Ist doch ganz einfach, wenn du willst, dass ich... Sie hat ja auch gesagt, dass sie will, dass ich mitkomme. Aber ihre Kommunikation hat nicht gestimmt. Dann muss sie ihre Kommunikation dahingehend verbessern, dass ich mich eingeladen fühle, sodass ich das Ganze ja auch annehmen kann und auch gerne mitkomme. So. Das ist ja das ist ja der Punkt und das bringe ich ihr ja gerade bei. Weil wenn du es wolltest, hättest du mich wenigstens einmal gefragt, ob ich mit will. Ja? Du musst ihr manchmal auch den Spiegel vorhalten, so nach dem Motto, das Problem ist folgendes, du hast mich nicht einmal gefragt.
So, deshalb frag mich in Zukunft und nicht nur fragen, sondern mach die Aussage, ich will, dass du mitkommst. So, und dann hat sie bla 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 geschrieben und sowas und dann war ich so ein bisschen pissig und wollte halt, naja, an dem Abend eigentlich auch nicht raus, aber ich hatte tatsächlich Besseres zu tun. Ich habe ein Video für euch aufgenommen an dem Abend auch. Und dann habe ich das für den Abend auch erklärt. Das Prinzip ist, dass ich heute Abend nicht mitkommen möchte, aus dem Grund, weil heute Abend hätte ich mich ja selbst eingeladen, weil ich heute Abend was gesagt habe. Darum geht's ja. Und für heute lässt sich das ja jetzt schwer ändern, weil ich was sagen musste. So, aka mich selbst einladen, was ich nicht möchte. Ich will mich ja nicht selbst einladen. Das ist ja das Problem. Ja? Das Ziel ist, du lädst mich ein. So, und für heute Abend, wenn ich heute Abend kommen würde, dann würde ich mich ja selbst einladen. Das will ich nicht. Ja? Aus dem Grund, lad mich doch einfach die nächsten Tage oder beim nächsten Mal ein. Mach's beim nächsten Mal einfach besser. So, und jetzt noch ein paar Tipps für dich einfach. Wenn du das so gemacht hast, beobachte danach, ob sich an ihrem Verhalten etwas ändert und lobe es. Oh mein Gott. Wenn das Ziel erreicht wird, loben. Wie einen... Ich sag's jetzt nicht. Lob sie einfach. Tätschel sie, brav gemacht, sehr gut. Sehr gut, Freundin. Gute Freundin, brav, sehr gut. Lob sie, im Ernst. Das hast du richtig gut gemacht. Heute konnte ich das richtig annehmen. Das war richtig schön. Ich habe mich heute richtig eingeladen gefühlt. Ich bin heute voll gern mit dabei. Gib ihr das Gefühl, dass es gut war, wenn sie dich eingeladen hat. Lob sie dafür, ernsthaft. Nicht tätscheln und sagen, so, braver Schatz, so nach dem Motto. Nicht machen, sondern lob sie richtig. Gib ihr wirklich das Gefühl, hype sie mal ein bisschen auf, so. Jetzt bist du eine richtig krasse Freundin, jetzt hast du die Sache verstanden. Ich habe immer gewusst, dass du richtig intelligent bist und Kommunikation voll drauf hast. Bei dir, du lernst ja Sachen richtig schnell. So, ganz ehrlich, dem muss man ja nur einmal was sagen und dann setzt du das direkt um. Ich liebe das so sehr an dir, das war noch nie so. Mach mal ein paar Komplimente so, wo sie sagt, ja okay, ich geb dir einfach mehr davon. Ich gebe dir einfach mehr davon. Warum? Weil du sie lobst. Dann, als nächsten Punkt, sollte sie dich weiterhin nicht ordentlich einladen. Frag sie, ob sie dich nicht dabei haben will und warum sie dich nicht einlädt. Wenn sie dann wieder weg von der Linie geht, ja, wieso denn? Ich habe dich doch eingeladen. Wann hast du mich eingeladen? Ja, ich habe doch gesagt, ich würde mich freuen, wenn du da mitkommst. Wir haben das Ganze doch besprochen. Du musst sagen, ich will, dass du kommst. Du musst sagen, du bist herzlich eingeladen. Du musst es aussprechen, die Einladung. Wo hast du das gemacht? Ah ja, stimmt, habe ich nicht gemacht. Siehst du? Wieder Problem. 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 Ja? Du musst ihr sagen, Problem ist gleich Ursache. Frauen verstehen das oft nicht, dass sie die Ursache für etwas sind. Weil sie dieser Logik nicht folgen, weil sie emotional sind so. Die kacken erst rein, wenn es hier Probleme gibt und du rummachst und was auch immer. Und dann denken die, ja, weil du hier rumgekackt hast und hier dein Problem angesprochen hast, wäre das das Problem. Das ist aber nicht das Problem, sondern das Problem liegt hier vorne in der Ursache. Das ist das Problem. Und das musst du ihr klar machen. Das war nicht das Problem, dass ich das angesprochen habe oder dass ich das hier angesprochen habe oder hier angesprochen habe. Das Problem lag hier am Anfang, weil du mich nicht eingeladen hast. Ja, das musst du ihr klar machen, dass sie die Ursache ist. Sie ist die Ursache. Und das muss sie verstehen, dass nur sie das Problem lösen kann. Sie muss das Problem lösen. Du kannst dieses Problem nicht für sie lösen. Du kannst ihr nur helfen, das Problem zu lösen, indem du sie immer wieder auf Linie bringst, indem du ihr die Worte vorgibst, die sie sagen soll. Einfacher kannst du sie ja auch nicht machen. Du erklärst ihr schön, wie du dich dabei fühlst, was das mit dir verursacht, warum das schlecht ist. Und wenn sie das versteht und dich liebt und die Sache gerne für dich ändert, dann macht sie das auch. Und dann solltest du sie loben. Ganz einfach. So, und wenn das aber ein Dauerzustand bleibt, dass sie immer wieder Probleme macht, immer wieder die Ursache ist, dann würde ich
einfach nicht mehr, wenn es jetzt hier um Einladungen und soziale Treffen geht, würde ich nicht mehr mit ihr rechnen, würde mein eigenes Ding machen, einfach. Und ganz ehrlich, langfristig gesehen würde ich mir wirklich Sorgen machen an deiner Stelle, ob das überhaupt Sinn macht, weil diese Frau hört nicht auf dich. Und damit meine ich nicht, dass sie hörig ist, im Sinne von sie ordnet sich unter, sondern sie hört nicht, was du sagst. Und sie ändert nicht dein Problem. Sie ändert sich nicht als Ursache für das Problem. Sie macht immer wieder Probleme. Und damit hast du dir Probleme ins Haus geholt, die sich nicht lösen lassen, weil du kannst diese Probleme nicht lösen, nur sie kann sie lösen. Und die einzige Lösung dafür ist was? Nichts Schönes. Auf jeden Fall nicht mit dieser Frau. Aus dem Grund, wenn du eine neue Freundin suchst, ja, oder eine bessere Frau, die diese Probleme nicht verursacht und dabei Hilfe möchtest, dann geh mal auf flirtempire.com. Ich helfe dir sehr gerne dabei. Wenn du aber sagst, diese eine Frau, diese Ursache für diese Probleme in meinem Leben, will ich lösen diese Probleme, weil diese Frau ist es wert. Ich habe Emotionen für diese Frau und ja, die tut mir vielleicht nicht ganz gut und so, aber als Mann muss man ja auch kämpfen und muss die Beziehungsprobleme lösen. Deshalb bringe ich dir auch bei in dem Video, wie du Probleme mit deiner Frau löst und nicht die nächste findest. Ja? Wenn du dabei Hilfe brauchst oder möchtest, dann geh auf flirtempire.com, trag dich dort für ein kostenloses Beratungsgespräch ein und dann schauen wir einfach mal, was wir für dich machen können. In diesem Sinne, wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, schreib mir gerne in die Kommentare, was du davon hältst. Schreib mir auch gerne ein paar andere Einladungssätze, wie du das Ganze formulieren würdest in Zukunft, wenn du eine Frau einlädst, was du dazu sagen würdest, um sie einzuladen, und dann gebe ich dir dazu gerne Feedback, was ich von deinem Satz halte. Wenn er gut ist, sage ich dir, ist gut. Wenn nicht, sage ich dir, was ich besser machen würde. In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuschauen bis hierhin und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Peace!